Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Inside Wall Street hier aus dem Studio der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Herzlich willkommen, Frau Navidi. Dankeschön, Herr Koch. Ja, die Winterspiele in Sotschi stehen vor der Tür und Putin lässt sich seine Olympischen Spiele auch ordentlich was kosten. 50 Milliarden US-Dollar. Die Ratingagentur Moody's hat nun errechnet, dass da am Ende ein Minus bei herauskommen wird. Woran liegt das? Ja, das sind schon Rekordkosten, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher liegt als diese offizielle Zahl. Grundsätzlich muss man sehen, dass die Wirtschaft Russlands so groß ist, dass die Olympischen Spiele nur einen kleinen Teil ausmachen können. Aber das Anliegen von Putin ist ja auch noch ein ganz anderes, nämlich die Marke Russland zu pflegen, das Image gut darzustellen, um in der Zukunft die Wirtschaft wachsen zu lassen, damit mehr Vertrauen in das Land entsteht und ausländische Investoren wieder mehr in das Land investieren. Ja, wenn Sie Image ansprechen, dann muss man sagen, im Vorfeld gab es ja schon diverse Diskussionen, vor allem um Menschenrechtsthemen. Homosexuelle waren ja nicht gern gesehen, wurde gesagt. Gesellschaftspolitik ist also ein wichtiges Thema. Was ist dafür das Image wichtiger für Russland? Dass die Spiele schön aussehen, dass dann alles glatt über die Bühne läuft oder dass nicht im Prinzip sich das ganze Land auch gut repräsentiert? Ja, ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, auf der einen Seite ist Putins Anliegen, das Volk hinter sich zu vereinen, denn seine Macht ist sehr brüchig. Und was man dann gerne macht, ist einmal Dinge zu schaffen, die an das Nationalbewusstsein appellieren, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele und oder auch Feindbilder zu kreieren, wie zum Beispiel Homosexuelle, um von sich selbst zu deflektieren und die Aufmerksamkeit auf diese Randgruppe zu werfen. Im Ausland wird das als anachronistisch, also nicht zeitgemäß wahrgenommen. Das machen normalerweise sehr rückständige Regimes. Man wundert sich ein wenig und es ist natürlich für die Sponsoren imagemäßig sehr negativ. Wir haben es gesehen, eine ungeschickte Werbekampagne von Barilla hat weltweit Empörung hervorgerufen. Und das war ja wesentlich gemäßigter, das kann man mit Russland jetzt gar nicht vergleichen. Und es bleibt auch mal abzuwarten, bisher waren das in der Hauptsache Worte, wie es denn wirklich nachher vor Ort aussieht. Man hört von Prügelkommandos, ich weiß das nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema. Wie steht denn die russische Wirtschaft allgemein momentan da? Sie ist sehr schwach und zwar so schwach, dass die russische Regierung das selbst jetzt gesagt hat. Man kann das auch nicht mehr weiter verheimlichen. Grundsätzlich leidet Russland unter dem Rohstofffluch. Das sind Länder, die Rohstoffe haben, die müssen nicht viel dafür tun, um Geld zu generieren. Deswegen vernachlässigen sie häufig Innovation und stellen sich nicht wettbewerbsfähig auf. Das hat allerdings den Nachteil, wenn der zum Beispiel in diesem Fall der Ölpreis fällt und davon ist in nächster Zeit eher auszugehen, dann geht es diesen Wirtschaften zunehmend schlechter und im Fall von Russland ist das direkt gekoppelt mit politischer Stabilität, wenn zum Beispiel der Ölpreis jetzt unter 100 signifikant fällt und dadurch, dass Iran jetzt wieder auf der Bildfläche ist, Libyen kommt wieder zurück und auch die USA bringen mehr auf den Markt, bedeutet das eher, dass der Preis fallen wird. Wir sehen, dass eine Kapitalflucht auch aus Russland, der Rubel rollt nicht mehr, er rollt mehr nach unten und das hat dann auch möglicherweise Inflation zur Folge. Sie sagen, Olympischen Spiele können nicht so sehr die Wirtschaft beeinflussen, aber vielleicht langfristig, wenn sich eben ein doch positives Bild zeichnen würde, könnte es sein, dass diese Spiele vielleicht eine Ausstrahlkraft für die nächsten vielleicht 5 Jahre hätten und die russische Wirtschaft davon profitieren könnte? Theoretisch schon, aber so wie es bis jetzt angefangen hat, geht der Schuss wohl eher nach hinten los. Was man vielleicht nicht machen sollte, ist, die Journalisten in der Prioritätsliste nach ganz unten zu setzen. Vielleicht sollte man ihnen die besten Hotels und die besten Zimmer geben. Denn wenn einmal so ein Trend im Internet aufgebaut ist, wie jetzt über sanitäre Anlagen und Hotelzimmer, dann bringt das so eine Belustigungsspirale und wirft ein sehr schlechtes Licht auf die Spiele selbst. Dann kommt es darauf an, nach den Olympischen Spielen, das haben wir auch in anderen Ländern gesehen, einmal kostet das sehr viel, diese wahnsinnig großen Anlagen aufrechtzuerhalten. Zweitens muss man ein Konzept haben, wie monetarisiert man das weiter. Ich denke, es ist unrealistisch zu denken, dass Sotschi ein internationales Skihochburg wird wie St. Moritz oder so. Also von daher, es wird sicherlich sehr schwierig werden, das weiterhin zu mobilisieren. Sie wollen ja zeigen, wir können komplexe Projekte hochziehen
Und im Moment habe ich da so meine Zweifel, ob das vollends gelingt. Nicht zuletzt deswegen, weil es auch politisch in einem sensiblen Gebiet liegt. Ja, es hieß jetzt, dass 97% der Hotels fertig seien, dass man nur an 3% noch arbeiten sollte. Aber es ist vielleicht dann auch wirklich vom Image her nicht das Beste, diese 3% an Zimmern dann den Journalisten zuzuweisen. Was denken Sie, wird am Ende unter diesen Spielen für einen Strich ziehen? Werden wir hoffentlich auch keine Terroranschläge sehen? Wird es dann doch ein Fest der Freude oder werden wir noch negative Schlagzeilen erleben? Es ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, im Moment geht der Trend eher in die Richtung kritischer Schlagzeilen. Und wenn einmal so diese Stimmung aufgekommen ist, dann wird auch alles mit dem mit dem Vergrößerungsglas angeschaut und durch diese Brille gesehen. Es gibt viele Schwachstellen, auch im Idealfall ist es sicherlich sehr schwer, solche Spiele aufzustellen. Hier wurden sie aus dem Nichts geschaffen, man musste Brücken bauen und Autobahnen und alles Mögliche. Es bleibt zu hoffen, dass es sich gut entwickelt, aber es wird sicherlich schwierig werden. Sandra Levy, wir beide werden uns das anschauen, zumindest am Fernseher. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch auf unsere Internetseite auf www.daf.fm.